Dynamisch, sympathisch und mit vielen Ideen im Gepäck. So erleben wir den Jugendpfarrer bei unserem Besuch in der vergangenen Woche. Seit 1. September ist er offiziell im Amt und mittlerweile ist er voll drin. Voll drin, da bleibt keine Zeit, lange nachzudenken, sondern ich habe von meinem Vorgänger ein gutes Übergabeprotokoll gekriegt und da habe ich nahtlos weiterarbeiten können. Und in den kommenden Wochen und Monaten ist einiges zu tun. Christian Kalis, der gebürtige Weidner, ist nah dran an den Jugendlichen. Die Herausforderungen kennt er ganz genau. Wir stehen vor einem großen Jahr der Jugend in der Kirche. Papst Franziskus hat die Synode einberufen, die sich im Herbst nächsten Jahres mit Fragen zur Jugend beschäftigen wird. Er befragt Jugendliche selber nach ihren Anliegen, die sie der Kirche mitgeben wollen. Es ist im August nächsten Jahres die große Ministrantenwallfahrt nach Rom und im Jahr 2019 aber schon im Januar der Weltjugendtag in Panama. Also die Jugend ist mitten im Blick der Kirche im kommenden Jahr. Die Vorbereitungen zur Ministrantenwallfahrt laufen auch im Bistum Regensburg. Über 4000 Jugendliche haben sich schon angemeldet. Der neue Jugendpfarrer kann das nur empfehlen. Ich war selbst mehrfach Teilnehmer und es ist ein unglaubliches Erlebnis zu spüren, man ist nicht alleine. Kirchliche Jugendarbeit ist vor Ort oftmals schon schwierig. Ich weiß, dass unsere engagierten Ministrantinnen und Ministranten, auch andere Ehrenamtliche, oftmals auch ein bisschen belächelt werden. Und ihnen zu zeigen, du bist nicht der Einzige, sondern es ist eine große Gemeinschaft. Wir erwarten am Petersplatz 50.000, 60.000 Ministranten. Das sind unvergessliche Ereignisse und Eindrücke. Der neue Jugendpfarrer ist angekommen im Bistum Regensburg. Wir wünschen ihm für seinen Weg und seine Arbeit viel Erfolg und alles Gute.